Oh, Eggers, Eggers, komm mal ran hier. Ich glaube, das geht schon wieder los. So. Der schon wieder los. Ist schon wieder Mai? Ja, sonst wäre er ja wohl nicht hier, wa? Entschuldigung. Was? Wo geht's denn hier zum Metropolis-Kino? Tja, nach Süden. Und dann immer entlang der Alster, ne? Und dann nach rechts. Das Japan-Filmfest lohnt sich ja schon. Wenn Hamburg heil bleibt. Hallo, liebe Anime-Freunde und Freunde des japanischen Films. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal 5 Minutes Random. Mein Name ist Max, das ist Michael. Und ja, das Japan-Filmfest in Hamburg geht demnächst zum 18. Mal los. Ja, am 31.05. ist es soweit, der Eröffnungsfilm startet und wir sind schon sehr gehypt. 5 Tage lang frische Filme aus Japan, einige Regisseure sind da, Schauspieler. Ja, stattfinden tut das Ganze in 3 Kinos. Das sehr schöne Metropolis, wo es auch die Lobby davor gibt, wo man alle möglichen Leute treffen kann, sich unterhalten, austauschen zu den Filmen und so weiter. Und dann sind auch dabei das Studio-Kino und das 3001. Und wir haben die alle schon von innen gesehen letztes Jahr. Alles sehr empfehlenswert. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Inhalt, Max. Das Thema. Ja, das Thema beim diesjährigen JFFH. Die verlorene Unschuld. Ja, genau. Japans, das große Thema im Japan-Filmfest dieses Jahr. Große Gefühle von zart bis hart, heißt es offiziell beim Japan-Filmfest. Müssen wir mal sagen, ehrlich Japan-Filmfest. Von zart bis hart. Ja, aber nein, also es wird um Filme gehen, ja, es wird definitiv dramatischer als letztes Jahr. Letztes Jahr war das Thema Yakuza-Filme, dieses Jahr wird es mehr um, ja, Gewalt, Vergewaltigung und ähnliche Schicksalsschläge gehen. Ja, genau, also wie man halt, wie gesagt, das Thema verlorene Unschuld auch in verschiedenster Weise im Film umsetzen kann, all das gibt's dieses Jahr beim JFFH. Ja, und beginnen tun wir am Mittwoch mit dem Eröffnungsfilm, wieder eine Weltpremiere, Innocent Blood. Genau. Das ist, fasst das Thema eigentlich im Prinzip auch zusammen. Es geht um 3 Personen in sehr unterschiedlichen Geschichten, aber alle mit traumatischen Erfahrungen, die ihr Leben extrem geprägt haben. Und der Regisseur davon ist auch da, ist eine Weltpremiere. Genau, ja. Nach dem Film werden wir dann wahrscheinlich also mit dem Regisseur wieder reden können. Haben wir letztes Jahr halt schon ganz toll erlebt am JFFH. Das heißt, es wird ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin da sein. Und dann kann man sich ganz wunderbar mit dem Regisseur über seinen eigenen Film direkt unterhalten. Ja, genau. Und wie gesagt, es wird quasi so ein Abriss über das Themenspektrum, also es wird noch andere Filme geben, aber über das Kernthema des JFFHs auf jeden Fall halt mit 3 Personen, die wir alle so ein bisschen eingeführt kriegen und dann wird aber jeder von denen einen schlimmen Schicksalsschlag erleiden und damit umgehen müssen. Das konnten wir soweit online und sozusagen schon mal anlesen. Ja, und das ist dann nur der Eröffnungstag. Ja, und dann bei den weiteren Tagen haben wir dann ein bisschen eine Auswahl getroffen und haben uns im Prinzip schon ziemlich festgelegt darauf, welche Filme wir gucken wollen. Ja, können wir mal beispielsweise ein bisschen erzählen, was da so kommt, ne? Genau. Legen wir doch mal mit Donnerstag los, Michael. Richtig. Erster Film, Dead of Night, ist ein Horrorfilm mit einem Mann, der von, ja, im Prinzip wird er nicht verflucht, aber eine Hexe versucht, ein Ritual zu machen und dieser Mann unterbricht das, weil er es sieht und dann geht es nicht. Und dann zieht er das Unglück auf sich, die Menschen wenden sich gegen ihn. Und ich persönlich, ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir beide ihn gucken. Und ja. Am Ende gibt es noch den Regisseur und eine Darstellung ist dabei und ich glaube, das wird lustig. Also, guckt euch den an, der ist im Studio-Kino und ja. Michael hat manchmal eine komische Auffassung des Wortes lustig, aber ich glaube, es wird interessant, genau, es wird, denke ich, guter japanischer Horror. Und genau, der Witz ist nämlich an dieser Ausgangssituation, dieses Ritual, wenn man es halt, wenn es einen Zuschauer gibt, dann funktioniert es nicht, aber es besteht hinterher immer noch die Möglichkeit, das Ritual doch wirksam zu machen, wenn man den Zuschauer tötet. Das heißt, die Hexe und unser Protagonist werden dann auch noch viel miteinander zu tun kriegen. Ja, genau, ganz spannend. Danach sind wir noch so ein bisschen zwiegespalten. Das wird auch, werden wir mal gucken, wie viel wir da noch mit dem Regisseur und der Darstellerin reden werden oder wie viel wir da auf jeden Fall an den Gesprächen beiwohnen werden und gucken werden, wie sich das entwickelt. Danach gibt es 2 Filme zur Auswahl für uns. A Woman Wavering in the Rain ist, glaube ich, der volle Titel. Ja, genau. So ein etwas künstlerisch anmutender Thriller. Und leider halten sie sich auf der Seite vom JFFH noch mit den Details zurück. Aber sie wollen natürlich auch ein bisschen Spannung aufbauen. Das hat ganz gut geklappt, deswegen wollen wir die noch irgendwie ein bisschen gucken. Gibt es auch einen Trailer zu online im japanischen O-Ton? Ja, genau. Michael, um wen geht's da so? Es ist eine Frau, die irgendwie im Regen dann halt bei einem Mann auftaucht. Und der Mann hat so schon irgendwie Probleme und auch Geheimnisse, der hütet. Und sie stellt sich nachher heraus,
hat die auch. Und was wir so in einem Trailer gesehen haben, ist, sie bekommt dann auch irgendwann so einen Erpresserbrief mit ausgeschnittenen Buchstaben. Und ja, ob die beiden das überstehen, das werden wir sehen. Ja, genau. Es hatte so ein bisschen Kammerspielcharakter mit nur diesen zwei Charakteren, die wir halt viel gesehen haben. Auch so ein bisschen den künstlerischen Touch, den wir auf dem Japan Filmfest auch öfter sehen werden. Ja, aber eigentlich ganz spannend soweit. Oder das harte Kontrastprogramm, was wir alternativ gucken könnten. The Ninja War of Torakage. Ja, von der Regielegende der japanischen Yoshihiro Nishimura, der unter anderem so Filme wie Tokyo Gore Police gemacht hat. Und ja, ich glaube, das ist auch so ungefähr seine Art, wie er gerne Filme macht. Deswegen. Der ist ja noch mit mehr Dingen vertreten, also ist schon ein bisschen das Highlight. Genau, also er ist dieses Jahr sozusagen der Regisseur beim JFFH. Und ja, Michael notierte so schön, ein Samurai-Metzelfilm. Oder wie das JFFH selbst so schön sagt, der Gemetzel-Familienfilm für die ganze Familie ab 18. Ja, genau. Das ist so die Alternative. Müssen wir doch schauen, welcher es von beiden wird. Genau, eigentlich wollen wir schon was von Yoshihiro Nishimura mitnehmen. Der Witz ist, ich habe Tokyo Gore Police gesehen, Michael nicht. Deswegen ist er ganz unbefangen und ich bin so ein bisschen... Boah, ne? Ich kenne ja den Mann so ein bisschen. Vielleicht teilen wir uns auch auf. Vielleicht, das tun wir nicht oft. Mal gucken, ja. Aber genau, wir wollen euch ja auch gerne ein breites Spektrum bieten beim JFFH. Und das JFFH selbst bietet einem ja auch gerne ein breites Spektrum. Am Freitag, genau. Also das war es dann von unserem Donnerstagprogramm. Am Freitag, genau, geht es dann komplett anders weiter. Wir sind ja auch ein Anime-Kanal, ne? Richtig, genau. Und das heißt, am Freitag fangen wir an mit Die rote Schildkröte. Ein, ja, dialogfreier Animationsfilm, aber in Spielfilmlänge, 80 Minuten. Und nicht aus Japan. Nicht aus Japan, nicht von Ghibli, aber man würde beides vermuten. Ja, also der Regisseur ist auf jeden Fall von Ghibli nachher... gelobt worden, hat auch zum Beispiel Miyazaki dazu bewogen, dann selber nochmal irgendwie an einem Skript zu arbeiten, auch wenn Studio Ghibli eigentlich jetzt schon wieder geschlossen ist, aber Miyazaki macht weiter Storyboards, ist eine ganz lustige Geschichte, müsst ihr euch mal irgendwo durchlesen. Und dieser Film hat sozusagen den Auslöser dafür gegeben und Ghibli hat dann auch versucht, irgendwie den Mann noch was für sie arbeiten zu lassen. Wir sind gespannt, ohne Worte, 80 Minuten, mal gucken. Ja, sagtest du schon, wo der Film jetzt tatsächlich herkommt? Weil er wirkt ja wie Anime, aber... Ich glaube, derjenige, der den gemacht hat, ist Niederländer oder Belgier. Also nehme ich mal an, dass der aus Europa kommt, aber wo der jetzt wohnt, kann okay, ich nee, nicht aber, sagen. Okay, nee, aber ja, also Anime-esker Film, der auf dem Japan-Filmfest läuft und nicht aus Japan ist, das will auch schon was heißen. Also eigentlich sind die da sehr konservativ, da kommen nur japanische Filme hin, aber... Ja, ist dieser Film, also er sieht sehr vielversprechend aus von den kleinen Eindrücken, die man so gewinnen kann und... Ja, und wir danach? Freuen uns sehr drauf. Danach, genau, wir machen gleich wieder ein Anime-Doppelfeature. In This Corner, ja, einer der ganz groß auch beworbenen, besprochenen Filme für das Japan Filmfest dieses Jahr. Ja, genau, es wird spielen 1944, kurz vor und dann um die Zeit, als Hiroshima im Zweiten Weltkrieg von einer Atombombe getroffen wurde. Und ja... Ja, eine Frau, die mit einem Mann zusammenkommt, der da in der Nähe stationiert ist und auch um ihr Familienleben, wie sie sich arrangiert, die haben natürlich in Kriegszeiten auch nicht so besonders viele Ressourcen, da muss man erfinderisch werden. Vielleicht so ein bisschen wie die letzten Glühwürmchen könnte in die Richtung gehen. Mal schauen. Ja, und vor allen Dingen auch wieder ein sehr neuer Anime, ne? Also alles ja auch hier aus den Jahren eigentlich 2016, 2015, 2017. Ja, so. Also, und ja. Also ich war überrascht, ich habe von dem vorher noch nichts gehört, aber ich freue mich wieder sehr, dass auch, es kommen noch viele Animes auf dem Japan Filmfest, da kommen wir gleich noch zu. Ja, als nächstes dann erstmal Mr. Long, genau, haben wir uns ausgeguckt. Ein chinesischer Auftragsmörder, der in Japan nach einem missglückten Attentat seinerseits untertauchen muss. Und wohl ein Film, der dann so zwei komplett unterschiedliche Pole hat, in denen er sich abspielt. Auf der einen Seite so ein actionlastiger Gangsterfilm und dann dieser harte Bruch zu diesem Mann, der dann sich plötzlich versucht, in einer ländlichen Region von Japan als Koch durchzuschlagen. Das ist der Hauptteil, glaube ich. Also ich glaube, ja. Ja, was ich so aus dem Text nehmen konnte, würde ich sagen, also sie wollen auch schon so ein bisschen diesen Gangster-Charakter wieder einbauen. Sein altes Leben nicht nachher noch einholen. Ne? Genau. Klang aber auf jeden Fall ganz spannend. Genau, und auch wieder so ein Film, genau. Der Protagonist halt spricht dann halt Chinesisch und kommt in Japan dann halt auch. Und da läuft parallel noch ein anderer spannender Film, den wir jetzt nicht gucken, der heißt Midori.
über ein Mädchen, das irgendwie in einen Zirkus kommt und dann nicht gut behandelt wird von denen, sagen wir mal so. Nicht gut ist diplomatisch formuliert. Und dann so den Hoffnungsschweif in Form eines Magiers sieht und es wird zumindest angedeutet, dass er sie auch nicht so gut behandeln wird. Zumindest hat er böse Pläne. Das soll ein sehr krasser Film sein. Möglicherweise ein bisschen zu krass für uns. Ja. Aber da solltet ihr auch mal ein Auge drauf werfen. Ja, also wir versuchen natürlich auch möglichst viel abzudecken, aber halt dieses Hauptthema dieses Jahr ist halt anspruchsvoll und deswegen haben wir uns bei den Filmen ein bisschen zurückgehalten. Ja, aber guckt auf jeden Fall auch sonst einfach selbst euch noch ein paar Filme aus. Wir stellen euch jetzt hier natürlich schnell vor, was wir alles so gucken werden. Haben uns auch eine ganz schöne Liste zusammengesucht, aber genau, das wäre so einer der Filme, den man bestimmt alternativ zu Mr. Long auch gut gucken kann. Und wir kommen zu Kasagi Rock. Ja, das wird wohl der slice-of-lifeigste, ruhigste Film, den wir rausgeguckt haben, würde ich sagen. Ja, es geht um unseren Protagonisten, der eigentlich ein Rockstar werden sein möchte und dann zu einem Rock-Festival reist. Und es stellt sich nur heraus, dass das Wort Rock in diesem Festivalnamen so gar nichts mit der Musik zu tun hat. Es geht vermutlich um Stein. Vermutlich. Und ja, dann steckt er plötzlich ohne finanzielle Mittel in einem im sehr ländlichen Japan fest. Und da wird sich dann der eigentliche Film abspielen. Geht, glaube ich, 45 Minuten. Und vom Kino her könnte es das 3001 sein. Ich bin mir auch nicht sicher. Da kann ich doch einmal ganz kurz hier auf meine analoge Liste luschern. Ja. Kasagi Rock? Ja, 3001, richtig. Gut. Ja, genau. Ja, das wird, wie gesagt, dann so ein ruhiger Film mit dann auch schönen Naturbildern bestimmt und ja. Und dann Samstag, Max, hast du dir vorgenommen, deinen Sessel nicht zu verlassen. Richtig. Samstag muss Michael mich dann leider verlassen, weil er andere Termine hat, aber ich werde sogar dieses Jahr auch bis Sonntag, dieses Jahr machen wir die 5 Tage voll, beim JFFH bleiben. Und Samstag habe ich mir ein sehr schönes Programm rausgeguckt, richtig. Eigentlich hatte ich zuerst auf der Filmliste entdeckt Shin Godzilla, den neuesten, echten, richtigen, japanisch gemachten, japanischen Godzilla-Film, den ich sehr gerne geguckt hätte, denn ich habe auch diese ganzen alten, echten, japanischen Godzilla-Filme nie geguckt, nur so, dass das ein bisschen an so amerikanischen Remakes rauskam, die alle, ja, ne, also wenig mit dem Original zu tun hatten und auch nicht so viel taugten. Wäre sehr schön gewesen. Aber dann habe ich halt entdeckt, dass ich, wenn ich ins Studio-Kino gehe und da 3 Filme lang bleibe, dann kann ich mir halt das Anime-Dreifach-Feature geben und da führt dann kein Weg dran vorbei. Also es laufen bestimmt auch gute Filme parallel dazu, aber da habe ich mich wenig nach umgeguckt. Denn als erstes kriege ich dann Genocidal Organ, ein Film. Ja, jetzt muss ich ganz kurz überleben. Das war der mit dem Terroranschlag. Ne? Genau, da wird ja eine Atombombe in Sarajevo abgeworfen. Da wird eine, ja, oder zumindest gezündet. Also ich weiß gar nicht, ob abgeworfen, aber also irgendwie sie explodiert da, genau. Sagen wir es doch so. Aber halt als terroristischer Anschlag, was schon ein bisschen extrem ist. Und ja, anschließend beginnt das ganze Weltstaatengefüge auch ins Wanken zu kommen. Es kommt zu Folgeanschlägen und ja, sehr krasse Ausgangslage. Es gibt ein Rechtsruck, mehr und mehr Staaten werden immer totalitärer. Also es ist nicht so unrealistisch. Ist natürlich ein drastischer Auslöser, aber wenn man das jetzt mit der aktuellen Situation vergleicht, kann man eventuell Parallelen ziehen. Ja, also da bin ich auch sehr gespannt, genau wie politisch der Film wird, wie erwachsen, wie, ja, also das Thema ist auf jeden Fall interessant und es wird auf jeden Fall auch wieder sehr düster, nehme ich an. Ja, und ich wusste wieder nichts davon. Also das ist, ich finde das cool, wie beim Japan Filmfest auch einfach Animes auftauchen, die unter unserem Radar auch durchfliegen, aber ist cool. Schöne ja, Gelegenheit, also die danach zu holen. Schande für uns, ne, mit unserem Anime-Kanal, aber... gut, wir sind ja nicht so bei Filmen, aber gut. Kommen wir zum nächsten. Ja, der Witz ist wirklich, das Ding ist, diese Filme gehen noch alle 2 Stunden. Ich werde 6 Stunden lang im Studio-Kino sitzen. Ihr könnt mich da gerne begleiten, wenn ihr wollt. Das wird bestimmt super. Aber am Ende... das Händchen halten. Am Ende wird man mich aus meinem Sitz fräsen müssen. als nächstes kommt Harmony. Postapokalyptischer Utopie-Dystopie-Thriller. Man weiß es nicht so genau, wie das immer so mit Utopien ist. Ja, also die Welt war im Prinzip schon einmal am Rande des Abgrunds und wurde neu aufgebaut und existiert jetzt als ziemlich perfekte Zivilisation, zumindest oberflächlich betrachtet. Und ja, wie weit das dann der Realität entspricht und wie viel Dreck dann darunter noch zum Vorschein kommt, das wird dann wahrscheinlich erst der Film zeigen. Ja, auch irgendwie spannend. Und Michael und ich sind ja auch beide bekennende Freunde der Postapokalypse. Macht einfach Spaß, solche Settings. Wir gründen den Club Freunde der Postapokalypse. Richtig. Ja, und da bin ich auch sehr gespannt und sehr gehypt für, muss ich sagen.
Unser drittes kommt dann tatsächlich ein Film, den ich auch zumindest vorher schon mal von gehört habe. Und ich habe tatsächlich schon mal angefangen und habe ihn aber nicht weitergeguckt. Ich glaube, ich hatte ihn nur... Naja. The Empire of Corpses. Ja, den habe ich... Genau, der ist auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, schon rausgekommen. Jedenfalls habe ich ihn letztes Jahr irgendwann mal angefangen zu gucken. Ist halt ein, Zombie oder mehr Frankenstein-Anime, in dem sich, glaube ich, irgendwer sich eine Zombie-Armee erschafft oder so. Es ist komisch. Er ist auch, glaube ich, steampunkig vom Design her, wie dann die Zombies erschaffen werden und so. Und ich war auch, glaube ich, so ein bisschen irritiert, nachdem ich da 5 Minuten mal reingeguckt hatte, weil es irgendwie ganz schön viel auf einmal war. Und der Stil war auf jeden Fall sehr vielversprechend und wieder so eine coole Gelegenheit, ihn jetzt auf dem JFFH einfach auf der großen Leinwand gucken zu können, nachholen zu können. Ja, und dann werdet ihr natürlich dabei sein, wenn wir dann unsere Videos live vom JFFH posten. Werdet ihr sehen, wie ich aussehe, wenn ich 6 Stunden Animes geguckt habe. Das wird anspruchsvoll, der Samstag, aber ich freue mich drauf, muss ich sagen. Kannst du deinen Sonntag beschreiben? Gerne. Ja, Max ist ja Sonntag immer noch da. Ich gehe nicht weg. Und guckt als erstes einen für ihn ganz untypischen Film, nämlich eine Romanze. Und es ist auch so ein bisschen Geisteskrankheiten mit drin. Die haben irgendwie psychische Probleme und versuchen aber dennoch irgendwie, dass ihre Leidenschaft nicht überschatten zu müssen. Genau, wenn ich jetzt richtig im Bilde bin, wir haben uns ja viele Filme eben angelesen, aber das müsste der gewesen sein mit diesem Protagonisten, der so ein bisschen so eine verkrachte Existenz ist, aber ganz zufrieden mit seinem Leben, aber irgendwie nicht so richtig was zustande gekriegt hat. Die Frau beflügelt ihn dann. Genau, und dann lernt er plötzlich eine Frau kennen und dann fängt er an, sein Leben ein bisschen zu überdenken. Und das Problem ist aber, dass die Frau wohl härtere, echte psychische Probleme hat und das wird dann wohl auch in dem Film auch sehr gut wohl schauspielerisch getragen und sehr gut umgesetzt. Ja, genau. Und das ist eine Romanze, das stimmt auf jeden Fall. Und tatsächlich, das ist mir bis jetzt noch gar nicht so aufgefallen, aber ja, das ist ja untypisch für mich. Aber könnte interessant werden und auf jeden Fall, wie gesagt, wir versuchen ja beide Spektrum mitzunehmen. Also ich für meinen Teil auch immer gern und insofern der Romanze muss auch sein. Falls ihr euch denkt, ach, der Max, der sitzt so alleine im Kino und guckt sich eine Romanze an, ist bestimmt noch ein Platz in seiner Nähe frei. Ja, wahrscheinlich ist Over the Fence nicht der meistbesuchteste Film auf dem JFFH. Ja. Und dann haben wir noch die am Anschluss, und da dachte ich mir, das ist doch ein gelungener Film für einen gelungenen Abschluss beim JFFH, Sapphire. Man musste sich eigentlich nur die Bilder angucken, dann gab es auch noch den schönen 2-minütigen Trailer und der beschreibende Text. Es läuft darauf hinaus, allerfeinstes, super stumpfes, technisch nicht allzu aufwendiges japanisches Action-Popcorn auf die Fresse-Kino. Die haben nicht nur Pistolen, sondern auch Samurai-Schwerter. Genau. Das wird Geschnetzel, Geballer, das wird super. Und das Ganze dann halt mit so einem Agentenmädel in Lacklederuniform. Wird nicht schlau. Das kannst du sie persönlich fragen, was sie genau ist, weil die kommt nämlich auch vorbei. Richtig, die Schauspielerin wird da sein. Der Regisseur auch. Richtig, da haben wir nochmal 2 Gäste dann im Anschluss da. Mit aber bitte auch so formulieren. Waren sie jetzt so ein Agenten, Lackleder, irgendwas? Und das übersetzen sie dann für dich. Ja, nein, kommt, also dieser Film, ich finde, das muss auch sein. Also schön, dass es so einer dabei ist. Es wird nicht tief, das wird nicht schlau, das wird schön. Das wird seichte Unterhaltung zum Abschluss. Das ist dann auch mein 11. bis 12. Film, den ich auf dem JFFH gucken werde. Das ist noch ein bisschen mehr als letztes Jahr. Ja, aber wir nehmen uns gerne viel vor. Also, geht dahin, habt Spaß. Und genau, also Japan Filmfest, ne, wie gesagt, in Hamburg, wenn ihr in der Gegend seid, kommt hin. 31.05. bis 4.06. Quasi ein sehr, sehr langes Wochenende, beginnend an einem Mittwoch. aber am Samstag und Sonntag laufen, glaube ich, auch die meisten Filme, also wenn ihr nur da Zeit habt. Und der Montag danach ist Pfingsten, also Feiertag. Also kann man ganz guten Gewissens bis spät in die Nacht sonntags Filme gucken auf dem JFFH. Wir freuen uns tierisch drauf und wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Organisatoren, bei den Organisierenden vom JFFH bedanken, dass sie uns dieses Jahr eine Presseakkreditierung gegeben haben. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, und das heißt, wir werden das JFFH jeden Tag begleiten, mit der Kamera Fotos machen, filmen, euch was erzählen, alles, was wir mitkriegen, mitnehmen können, werden wir mit euch teilen. Dann wird es vermutlich jeden Tag ein Video geben, immer so mit einem Tag Verzögerung. Ja, also eine 5-teilige Videoreihe, die werdet ihr dann auf unserem Kanal sehen, könnt ihr euch drauf freuen und ja, kommt zum JFFH. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nö, habt einfach Spaß mit den Filmen. Ja, bis dann.